ZSL 1 CV Update wird Ihnen präsentiert von Swiss Life und dem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Zum vierten Mal heißt die Playoff-Paarung ZSC-SCB dreimal in Bern in der Serie gewonnen. Der wichtigste Erfolg hat aber der ZSC 2012 gehabt, im Finale in Bern. Bis 2,5 Sekunden vor Schluss ist Partie 3:3 Räumung gestanden. Da trifft der ZSC-Kanadier Steve McCarthy zum entscheidenden 4:3 und schießt der ZSC zum Meister. Riesenjubel im Zürcher Lager. Totale Konsternation bei den Mutzen. Und das Allmannstadion ist schnell einmal leer gewesen. Es ist schnell gegangen. Nach 39 Sekunden Angriff von ZSC. Schuss aufs Goal, das geht vorbei. Der Back kommt von der Wand, retour. Und der Ryan Shannon erzielt 1:0. Der ZSC hat einige Mühe im zweiten Drittel und gerade sogar 1:2 in Rückstand. Es läuft nicht ganz rund bei den Zürcher. Einige Chancen hat man, die kann man nicht versetzen. Dann aber doch noch der Ausgleich. Penalty! Und der Piu Suter läuft da und versenkt den Souverän. Und es heisst ZSC 2, Bern 2. Ein Match, war Spannung und Dramatik fast nicht zum Überwüten ist. Berner gehen zum zweiten Mal in Führung, führen mit 3:2. Es fehlen nur noch wenige Minuten und nochmal klingt der ZSC-Ausgleich. Danke Verteidiger Marc-André Bergeron zum 3:3. Alles wieder offen, es schmeckt schon alles nach Verlängerung. Jo Suter, ein Match nur für starke Nerven. Wenigstens mir ist es so gegangen. Ja, es war definitiv ein enger Match, vor allem in Overtime. Wir hatten gute Chancen gehabt, sie hatten gute Chancen gehabt, es war sehr knapp gewesen. Du hast es angetönt, gute Chancen gehabt. Da hat es vielleicht ein bisschen gefehlt in der Chancenauswertung. Ja, sicher. Wir hatten sehr gute Chancen gehabt. Wenn man die Option hat, vor allem wenn wir so enge spielen, muss man sie halt machen. Penalty hast du rein tun während dem Match, dann ich denke, heute können wir sogar ein Penalty-Schüsse machen, da passiert nichts. Hat gleich wieder nicht gelangt. Nein, nicht gelangt, aber wir sind. Es war knapp gewesen, wir müssen einfach weiter schauen auf das nächste Spiel. Es ist schon in 2 Tage in Bern und dann müssen wir parat sein. Immerhin knapp verloren. Es gibt noch 6 Spiele, wenn wir über 7 gehen. Die Chance ist da, dass man das bald wieder korrigieren kann. Wo muss man ansetzen? Sicher die Chanceauswertung und die defensive Orientierung. Wir haben ab und zu einen Mann verloren, der von hoch oben gekommen ist und einen guten Schuss durchgebracht. Das war ein Piusut, heute erfolgreich bei Penalty-Schüssen während dem Match. Etwas weniger nach dem Match. Da war ja nicht der Einzige beim ZSC. Rita Schäppi, erster ZSC gegen 8. Bern, da hat man eigentlich vom Favorit ZSC geredet. Ja, ich glaube, es ist in den Playoffs, halt, wie es zeigt, ist immer alles offen. Und es war ein sehr, sehr, sehr enges Spiel gewesen und jetzt haben sie ein bisschen glücklicheres Ende gehabt. Vor allen Dingen, die Berner haben eine gewaltige Härte reingelegt. Fast noch ein bisschen mehr wie beim ZSC. Nein, ich habe eigentlich nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich recht hart gespielt. Wir haben gute Checks können fahren. Sie haben, ein paar Spieler sind bei ihnen rausgefahren. Ich glaube, wir können eigentlich zufrieden sein mit unserem Spiel. Was mir auch noch aufgefallen ist beim ZSC, einige hervorragende Momente, da ist das Spiel gelaufen. Aber auch einige schwächere Phasen, wo man sich während der Reguliersaison gar nicht gewöhnt war. Ja, das war so gewesen. Sie hatten ein paar Druckphasen gehabt, aber eigentlich ist nichts passiert. Wir müssen einfach in unseren Druckphasen müssen wir halt, ein Goal schiessen. Das war ein Reto Schäppi und mit dem Vorsatz ganz im nächsten Match dann in Bern.